Bund. Die Kunst von Friedensreich Hundertwasser. Kraft seiner Fantasie baute der Österreicher sich eine eigene Welt. Ich habe mich von Träumen leiten lassen, so wie ich mir vorstelle, wie eben Kinder träumen. In der aktuellen Ausstellung Lebenslinien lässt das Osthaus-Museum Hagen die Besucher in die Seele des vor 15 Jahren verstorbenen Künstlers blicken. Bekannt ist er für seine geschwungenen Linien und farbigen Flächen. Die Spirale sein Markenzeichen. Geraden Linien sagte er den Kampf an. Kritiker taten seine Arbeit als Kitsch ab. Wichtig ist doch letztendlich, dass die Kunst auf der einen Seite schön sein kann, auf der anderen Seite fantasievoll und uns zugleich dann auch uns anregt, im Grunde genommen, nicht immer nur alles so intellektuell zu sehen, sondern auch unserem Bedürfnis nach Schönheit, nach Farbe, nach Form im Grunde genommen, einen Weg zu öffnen für alle Zeiten. Das hat Hundertwasser uns hinterlassen. Hundertwasser wurde 1928 in Wien geboren. Schon als Schüler fiel er mit seinem außergewöhnlichen Sinn für Formen und Farben auf. Er sah die Erde als Paradies, das es zu schützen und zu verschönern gilt. Und er war ein ökologischer Vordenker. Davon zeugt diese von ihm entworfene Anlage. Sie nutzt Pflanzen zur Klärung von Wasser. Die Gebäude, die er schuf, sind nicht nur grüner, sondern auch bunter. Ich möchte vielen Menschen Freude machen und nicht Leute deprimieren, opprimieren und mit noch mehr Problemen belasten, als sie sowieso schon haben. Weltruhm erlangte der Künstler vor allem als Architekt. Runde Formen und leuchtende Töne sind typisch für seine Bauwerke. Wie die von ihm entworfene grüne Zitadelle in Magdeburg. Unverkennbar eines von vielen Hundertwasserhäusern. Auch in Wien hat Friedensreich Regentag Dunkel Bunt Hundertwasser, so sein voller Künstlername, architektonische Spuren hinterlassen. Er gestaltete in den 80er Jahren unter anderem ein Wohnhaus nach seinen Vorstellungen. Bis heute ein beliebtes Fotomotiv. Mir persönlich gefällt der Kontrast zur monumentalen, sehr geradlinigen Architektur, die man in Wien oft sieht. Es ist sehr schön. Es ist das erste Mal, dass ich so etwas sehe. Es ist einfach toll, diese Farben, diese Architektur. Ich mag das sehr. Junge Künstler in Wien führen Hundertwassers Erbe fort. Die Gruppe um das Projekt Burggasse 98 etwa besprühte vergangenes Jahr eine Hausfassade mit Graffiti und berief sich dabei auf den Künstler. In dessen Philosophie sind Häuserwände eine sogenannte dritte Haut. Jeder habe das Recht, sie nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Hundertwassers Einfluss reicht über Kunst und Architektur hinaus. Der ehemalige Kunststudent und DJ Alle Farben aus Berlin sagt, er lasse sich von ihm inspirieren. Er hat immer so eine kindliche, naive Art drin, die ich halt auch immer wieder in meinen Sachen sehen würde. Und quasi halt auf einem hohen professionellen Level durchdacht, aber trotzdem kindlich oder trotzdem einfach. Und ich denke, das ist ein ganz hohes Maß an Schwierigkeit, sowas zu schaffen. Und das versuche ich auch. Hundertwasser. Früher ein Einzelgänger, heute ein Popstar. Von Postkarten über Strickwolle bis hin zu Regenschirmen oder Weinetiketten, seine Motive sind überall. Hundertwassers Farbwelten verkaufen sich gut. Und das längst nicht nur in Museumsshops. Ich sehe Hundertwasser als jemand, der uns auch das Stück Pop sozusagen, Popgeschichte auch hinterlässt und auch Nachwirkungen auch hat. Man muss ihn nicht unbedingt imitieren. Man kann aber diese Fantasiesprache, diese Formsprache, diese Farbsprache im Grunde genommen auch adaptieren. Das ist, glaube ich, auch ganz in seinem Sinne. Ein Idealist zwischen Kunst und Kitsch. Hundertwasser ist auch 15 Jahre nach seinem Tod sehr lebendig.